Om Shanti, ihr Lieben. Ich möchte euch heute am 22. März einladen, das, was gerade so in der Welt passiert, vielleicht nochmal aus einer bisschen höheren Perspektive raus verstehen zu können oder eine Idee davon zu bekommen, wo uns dieser ganze Wandel vielleicht hinführen kann. Für einige ist es vielleicht ein Begriff, dass wir uns aus dem Fischezeitalter ins Wassermannzeitalter gewandelt haben, beziehungsweise die Erde eben von der dritten in die fünfte Dimension gesprungen ist. Einen Switch gemacht hat. Das heißt, die Frequenzen, die jetzt auf dieser Erde herrschen, sind ganz andere wie noch vor 20 Jahren, wie noch vor 10 Jahren. Und alles beschleunigt sich, was wir in diesem Jahr vor allen Dingen wirklich spüren dürfen. Vielleicht ist es einfacher, nochmal auch dort hineinzuschauen, wo wir uns in den letzten 5000 Jahren befunden haben, wenn wir die Chakren einfach nochmal als Idee mitnehmen, für all diejenigen, die die Chakren schon so ein bisschen kennen. Das Manipura-Chakra ist ja unser Solarplexus, unser, wie man so schön sagt, Ego oder Ich Bin. Und man könnte sich das so vorstellen, dass wir jetzt 5000 Jahre auf dieser Erde diesen Bereich des Egos und dieses Macht und Ohnmacht haben und nicht haben gelernt, zelebriert, ausprobiert, in den verschiedensten Facetten auch selber erfahren haben. Ihr wisst, im Yoga geht man davon aus, dass wir Leben für Leben kommen, um dementsprechende Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln. Und jetzt ist die Erde in diesem Wandel, dass wir uns vom Ego, vom lauten Verstand, der immer etwas will, der meint, dass er alles weiß, und alles kontrollieren könnte, jetzt in eine neue Energie wandeln, welche nichts mehr mit Kontrolle zu tun hat. Wir steigen auf in den Herzensmenschen, ins Anahata-Chakra, ins Herzchakra. Dort, wo wir im Manipura-Chakra das Feuer haben, das Lebensfeuer oder das Feuer auch der Begeisterung, das Feuer des Wollens, des Willens auch und des, der Kraft, haben wir im Anahata-Chakra das Element Luft, die Freiheit, die Weite, die bedingungslose Liebe, die Wertfreiheit und die Toleranz. Anahata bedeutet so viel wie unbeschadet. Und wenn wir ganz und gar mit dieser Erde, mit uns, was wir wirklich kollektiv einfach erleben dürfen, von dem Verstand, welcher über das Ego genährt wird, in das Herz eintauchen oder in die Herzensenergie wechseln, dann betrifft es natürlich alle Bereiche. Und es geht nicht darum, dass wir ab jetzt nur noch verliebt durch die Straßen tanzen und uns drücken und herzen und nur noch von Luft und Liebe leben können und alles andere hinter uns lassen. Ganz im Gegenteil. Denn das, was wir übers Manipura-Chakra wirklich, wirklich erfahren und
leben und durchdringen konnten, war, dass ich bin und dass ich bin wirklich mit der Materie. Diese Erde lieben zu lernen, unsere Körper lieben zu lernen. Und nicht in einer Liebe, in der ich etwas besitzen muss, sondern in einer Liebe und in einem Verständnis, in dem ich fühle, ganz tief in mir fühle, dass immer alles vorhanden ist, was ich brauche. Dass mir niemals jemand etwas wegnehmen kann, was ich bin. Und dass aber all das, was ich nicht bin, gerne wegfallen darf. Also es ist ein großer Wandel, in dem wir uns befinden, und ich finde es eine schöne Idee, sich das einfach auch nochmal vorzustellen mit dem Wissen. Als ich in der Schule war und der Pfarrer hat gesagt, das ist so und so, dann musste ich das glauben. Weil ich konnte es nicht nachforschen. Mittlerweile, indem durch das Internet das Wissen frei ist, nicht mehr an einzelne Berufsgruppen gekettet ist, frei jedem zugänglich ist, können die Kinder von heute oder wir alle alles nachforschen. Sicher gibt es da auch Fake News und das Darknet und was auch immer, neue Herausforderungen. Und trotz allem hat die Freigabe von Wissen, nämlich die Energie, dass Wissen niemandem gehört. Wissen ist schon in das Element Luft gegangen. Wissen ist frei zugänglich. Und diese Freigabe über das Internet hat uns ermöglicht, dass wir uns mit der ganzen Welt verbinden können. Dass wir uns wissend machen können. Dass ich nicht für eine Fortbildung durch halb Deutschland fahren muss, um bestimmtes Wissen oder bestimmte Dinge erforschen zu können. Wissen ist frei. Und das ist ein wunderschönes Geschenk. Es lässt mich in meiner Zeit zu Hause forschen, mich verbinden und immer wieder neue Wege finden. Was ich vor 30 Jahren wesentlich schwieriger gestaltet hat. Ich musste mich in mein Auto setzen und musste durch die Gegend fahren. Viel Zeit investieren. Geld investieren. Und all das ist jetzt auf einen Klick da. Wir haben die Möglichkeit, all die Wunder auf dieser Erde wirklich teilen zu können, zu sehen, wie schön dieser Planet ist. Und gleichzeitig sehen wir auch die ganzen Schrecken, die auf diesem Planeten stattfinden, wie wir mit den Tieren umgehen, wie wir mit der Natur umgehen. Alles, die Wahrheit kommt ans Licht, indem Wissen frei ist. Und die Energie, dass das Wissen nicht mehr gebunden ist, wie vor 20, 50, 80 Jahren, ja dann noch viel mehr, die Energie dehnt sich jetzt weiter aus und geht immer mehr in den Bereich, wo wir meinten, sicher zu sein. Wo wir uns etwas aufgebaut haben und abgesteckt haben und gesagt haben, so, das gehört mir. Oder wir Reichtum angesammelt haben. Ich habe vor ein paar Jahren gelesen, dass der ganze Reichtum dieser Erde, ich glaube, auf 4 oder 5 Familien verteilt ist. Und wenn du dir die Energie von Geld
oder die Idee von Geld nochmal herholst, war Geld ursprünglich als ein Tauschmittel einzusetzen. Geld sollte fließen, frei wie das Wasser. Wenn du dir in der Natur einfach mal die Staudämme anschaust, was passiert, wenn wir Wasser stauen? Irgendwo gibt es eine Fülle und wir können drin baden und gleichzeitig schaffen wir Landstriche, wo die Tiere verdursten, wo die Natur vertrocknet, weil das Wasser fehlt. Wenn du in deinem Körper spürst, dass es irgendwo weh tut, dass irgendwo etwas gestaut ist, dann gibt es einen schönen Spruch. Und der besagt, Schmerz ist der Schrei des Körpers nach fließender Energie. Alles in diesem Universum pulsiert, schwingt, atmet, alles in seinem ganz eigenen Rhythmus und alles in einer unglaublich vielfältigen und wundervollen Komposition. Und immer da, wo wir uns oder den Körper rausnehmen aus diesem Tanz des Pulsierens, ist es, weil wir Erfahrungen machen möchten, die der Körper, wenn wir bei deinem bleiben, über Schmerz anzeigt. Wir widmen uns der Stelle, wir erforschen sie, wir arbeiten damit, wir geben ihr Aufmerksamkeit, um das, was dort blockiert ist, auf welcher Ebene auch immer, wieder ins Fließen zu bringen. Wenn wir jetzt weitergehen, das Wissen, das vor gar nicht allzu langer Zeit noch sehr, sehr gebündelt war und dem einfachen Volk nicht zugänglich war, ist jetzt frei. Es kann fließen und es liegt in jedem seiner Entscheidungen, welches Wissen er sich aneignet und wofür er sich interessiert. Aber Wissen ist frei zugänglich. Wenn wir jetzt weitergehen an unsere Finanzen oder an unseren Besitz, dann bedeutet die Kraft, die Energie, die wir jetzt im Feld haben und die uns begleitet, die uns erheben und erweitern will, dass wir unser Denken von dem, was wir besitzen müssen, reformieren können. Und wir uns wandeln dürfen in dieses Verständnis, dass alles, was wir brauchen, da ist. Es ist so wie mit deinem Körper. Wenn du dir dein Blut anschaust, hast du dein Blut designt? Hast du deinen Stempel drauf gemacht und hast gesagt, so, das ist jetzt meins und ich, ganz speziell, gibt es nur einmal in dieser Welt, in diesem Universum, weil ich habe mir das zusammengesetzt. Nein, hast du nicht. Es ist da. Es fließt durch deinen Körper. Es macht deinen Körper lebendig. Es hilft dem Körper, den du jetzt bewohnst, dass er sich immer wieder regenerieren kann. Oder der Atem, der Sauerstoff. Baust du dir eine Glocke um dich herum, um nur noch deinen Sauerstoff zu atmen und dem anderen bloß nichts abzugeben? Nein, der Sauerstoff ist frei, der Atem ist frei. Und du weißt nicht, wo der Atem oder der Sauerstoff vorher war, ob er in dem Baum war oder in einem Tier war, dann zu dir getanzt ist und aus dir heraus wieder weiter tanzt, durch den Raum, in die nächste Pflanze,
in das nächste Tier oder den Menschen und wieder weiter tanzt. Und ich denke, dieses Verständnis dürfen wir jetzt wirklich in die tiefste Schicht unseres Menschseins, unseres Sicherheitsbedürfnisses einsinken lassen. Dass das, was ich bin und was ich und meine Seele benötigt, um zu wachsen und sich entfalten zu können, immer da ist. In Freiheit ist. Ich muss keinen Stempel irgendwo drauf machen, um zu sagen, das gehört mir. Sondern ich darf sein. Ich muss nicht mehr ums Überleben kämpfen, denn wir haben überlebt. Ich darf jetzt lernen, was es bedeutet, wirklich zu leben. Und das sind ganz große Wandlungsprozesse, die wundervoll sind und für die wir uns alle hier ja, beworben haben, um dabei zu sein beim Aufstieg der Erde, beim Aufstieg von jedem Einzelnen von uns. Und Liebe ist immer frei. Wenn du Liebe einsperrst, stirbt sie. Wenn du sie zurückhältst, verarmst du selbst. Und ich lade dich ein, einfach mal damit ein bisschen zu spielen. Wenn die Energie von Liebe, wenn du das gibst, aus deinem Herzen, dich verschenkst in diese Welt, dann fließt Energie. Und so wie du sie verschenkst, so kann sie wieder zu dir zurückkehren. Um wieder weiter zu fließen, nicht um dir zu gehören, aber sie ist frei. Und auch wenn wir im Moment begrenzt werden und es vielleicht ein bisschen länger sogar dauern kann, wie wir das jetzt im Moment abschätzen können, ist auch das in meinen Augen eine Energie von Liebe. Weil Liebe hat nichts mit Kontrolle zu tun. Liebe ist. Und im Moment sind wir auf unsere Basis zurückgeworfen. In unseren kleinen Familien, getrennt von der großen Familie, getrennt auch im Moment von den Freunden, jedenfalls auf physischer Ebene, aber auch getrennt der Liebe wegen, getrennt, um uns in Liebe für das große Ganze zu erfahren. Denn in dem Moment, in dem ich achtsam bin, nicht nur mit mir, sondern achtsam bin, dass durch mein Verhalten vielleicht andere Menschen geschädigt werden können, bedeutet Liebe, achtsam zu sein. Eines der wichtigsten Richtlinien im Yoga ist Ahimsa. Und Ahimsa bedeutet nicht verletzen. Und auch wenn wir sagen, ach, ich bin doch, ist doch nur ein Schnupfen, der da hier so rumgeht oder wie auch immer. Es gibt Menschen in unserer Gemeinschaft, für die ist ein Schnupfen auch schwierig zu handeln. Und wir dürfen jetzt wirklich unser Herz öffnen, um aus diesem ego-behafteten Denken, wo es nur um mich und meine eigenen Belange geht, unser Herz, unseren Geist und unser Bewusstsein zu weiten und zu öffnen und in der Liebe zu handeln. Denn es gibt mehr Wege, wirklich verbunden zu sein. Und im Herzen
wirklich verbunden zu sein. Kann Menschen näher beisammen sein lassen, wie du meinst, ohne dass wir uns berühren müssen. Liebe ist die größte Kraft in diesem Universum. Liebe überwindet alle Hürden. Liebe ist die Energie, die wir weit über den Tod hinaus mitnehmen und spüren können. Und so lasst uns wirklich immer wieder unser Herz spüren. Tief atmen. Und uns immer wieder auf das Abenteuer des Wandels einzulassen. Uns zu öffnen für das, was jetzt gerade ist. Weil es ist einfach so. Egal, ob ich jetzt so und so viele Videos dafür und so viele Videos dagegen anschaue. Letzten Endes sind die Dinge so, wie sie sind. Und ich kann entweder im Widerstand sein oder dagegen kämpfen wollen. Dann tue ich mir weh oder ich tue anderen weh. Oder ich kann immer wieder tief durchatmen und mich erinnern, dass wir als Menschheit beschlossen haben, mit der Erde aufzusteigen. In eine Zeit, die uns erweitert, die wir uns jetzt in unserem Verstand nicht vorstellen können, weil unser Verstand speist sich so oft von alten Erinnerungen und reproduziert bisher schon mal Gelebtes immer wieder in das, was vielleicht kommen könnte. Das ist eher das Angstfeld, das da jetzt nochmal so wach ist. Das Neue, welches kommt, können wir vielleicht in unserem Herzen spüren. Mit der Liebe spüren. Und es braucht keinen Namen oder es muss noch gar keine Form haben. Erlaube dir einfach wirklich tief zu atmen und dich zu erinnern, dass alles, was du bist, schon immer ist, dir niemals jemand nehmen kann. Und alles, was du nicht bist, in Liebe gehen darf. Und in Liebe gehen darf bedeutet auch wirklich mit einem Dankeschön gehen darf. Weil ganz gleich, was wir eingeladen haben in unser System, alles hat uns gedient, um Erfahrungen zu machen, um zu wachsen. Und so, ja, hoffe ich, dass ich dir jetzt vielleicht so eine kleine Idee gegeben habe, wo wir uns hinbewegen, vom Verstand des Menschen in den Herzmenschen. Und vielleicht hast du eine kleine Idee bekommen, was es bedeutet, im Herzen zu sein. Nämlich nicht dieses, ich bin nur noch verliebt und knuddel jeden, sondern wahre Liebe ist immer ein Kind von Freiheit. Atme tief ein und aus und erlaube dir selbst in allen Ebenen deines Seins, in Freiheit, in Liebe und Wahrhaftigkeit zu sein. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir eine
spannende, segensreiche und immer wieder wirklich bei dir ankommende Zeit. Namaste.